einer meiner einsamen Wanderungen begab es sich in einer weit abgelegenen Gegend, dass ich ein Berg an den anderen reihte, dazwischen sich düstere Flüsse schlängelten oder trüb dunkle Seen dämmerten, dass ich von ungefähr an ein Flüsschen mit einem Eiland kam. Ganz unversehens stieß ich darauf, im laubreichen Juni, und warf mich unter dem Gezweig eines unbekannten, duftenden Strauches ins Gras, das ich, in den Anblick der Gegend versunken, vor mich hindämmern mochte. Ich meinte, nur so sollte ich sie betrachten. Derart war der unwirkliche Eindruck, der allem anhaftete. Auf allen Seiten, außer nach West, wo die Sonne gerade unterzugehen im Begriffe stand, ragten die grünen Wände des Waldes auf. Der kleine Fluss, welcher sich scharf in seinem Laufe krümmte und dem Blicke alsogleich entschwand, schien keinen Ausgang aus seinem Gefängnis zu haben, sondern sogleich aufgesogen zu werden vom tiefgrünen Laubwerk der Bäume im Osten. Indes in entgegengesetzter Himmelsrichtung, so dünkte es mir, da ich lang ausgestreckt lag und hinaufschaute, still und unaufhörlich aus den himmlischen Springbrunnen der untergehenden Sonne ein prächtig goldenroter Wasserfall sich ins Tal herab ergoss. Wohl auf halbem Wege in der begrenzten Aussicht, welche mein verträumter Blick umfing, ruhte im Schoße des Gewässers ein kleines, kreisrundes Eiland in üppigstem Grün. Das andere oder östliche Ende des Eilands war unter schwärzestem Schatten verschüttet. Dunkles, doch schönes und friedvolles Düster durchdrang hier alle Dinge. Die Bäume trugen finstre Farbe und trauerten in Haltung wie Gestalt, krümmten sich trübernste, gespenstische Schemen, das an irdisches Leid und vorzeitigen Tod man denken musste. Das Gras hatte die dunkle Tönung der Zypresse, und kraftlos hingen die Spitzen seiner Halme herab, und dazwischen wölbten sich hie und da viele, unscheinbare, winzige Hügelchen, flach und schmal und nicht sehr lang, welche Gräbern glichen, doch keine waren, obschon allenthalben darauf Raute und Rosmarin rankten. Der Schatten der Bäume fiel schwer auf das Wasser, als durchtränke er die Tiefen des Elements, sich darein zu begraben mit Finsternis. Ich stellte mir vor, wie jeder Schatten, während tiefer und tiefer die Sonne sank, gramvoll von dem Stamme sich löste, der ihn geboren und so verschluckt wurde vom Flusse, indes jeden Augenblick andere Schatten hervortraten aus den Bäumen, den Platz ihrer so bestatteten Vorgänger einzunehmen. Nachdem diese Vorstellung meine Fantasie einmal ergriffen, ward diese beflügelt, und ich verlor mich alsbald in Träumereien. Wenn je ein Eiland verwunschen war, sprach ich bei mir, so dieses. Hier ist der Ort der wenigen guten Feen, welche den Untergang ihres Geschlechtes überdauert. Wie ich so, die Augen halb geschlossen, in Sinnen versunken war, indes die Sonne rasch unterzugehen drohte und flinke Wasserwirbel das Eiland rings umspielten, auf welchen zu oberst große, wirrweiße Flocken von Sykomorenrinde flirrten, Flocken, deren Vielgestalt allüberall auf dem Wasser eine lebhaft gewandte Fantasie in alles Mögliche verwandeln mochte, dieweil ich so in Sinnen versunken war, dünkte mir, wie wenn die Gestalt grad einer jener Feen, welchen ich in Gedanken nachgehangen,
langsam aus dem Lichte an des Eilands westlichem Ende ihren Weg in die Dunkelheit nehme. Aufgerichtet stand sie in einem ungemein zierlich zerbrechlichen Kanu und trieb es mit reinstem Geisterruder an. Solange die Sonnenstrahlen noch auf ihr verweilten, schien ihre Haltung von Freude zu künden, doch Kummer entstellte sie, da sie im Schatten vorbeizog. Langsam ward sie dahin getragen, umrundete endlich das Eiland und kehrte erneut ein in den Bereich des Lichts. Die Kreisbahn, welche die Fee gerade vollzogen, fuhr ich in meinen Sinnen fort, entspricht wohl dem Ablauf ihres kurzen Lebensjahres. Sie ist dahin geglitten durch ihren Winter und ihren Sommer. Ein Jahr näher kam sie dem Tode, denn mir ist nicht entgangen, wie ihr Schatten, da sie ins Dunkel eintrat, von ihr fiel und im finsteren Wasser verschlungen ward, so daß dessen Schwärze sich noch schwärzer färbte. Und wieder erschien das Boot und die Fee. Doch aus der Haltung der Letzteren sprach jetzt mehr Sorge und Ungewissheit und weniger lebhafte Freude. Abermals glitt sie aus dem Lichte heraus in Düsternis, welche sogleich düsterer ward, und abermals fiel ihr Schatten von ihr ins ebenholzdunkle Wasser und ward in dessen Schwärze aufgesogen. Wieder und immer wieder umfuhr sie das Eiland, indes die Sonne eilends zur Ruhe sich hinabbegab. Und jedes Mal, da ins Licht sie herauskam, verriet größeren Kummer ihre Gestalt, dieweil schwächer sie ward und weit matter und weniger deutlich. Und jedes Mal, da sie in die Düsterheit glitt, fiel ein dunklerer Schatten von ihr, welcher von noch schwärzerer Finsternis verschlungen ward. Schließlich jedoch, als die Sonne endgültig Abschied genommen, fuhr die Fee nunmehr der bloße Schatten ihres früheren Selbst, traurig mit ihrem Nachen ein in das Reich der ebenholzschwarzen Flut. Und ob sie daraus wieder aufgetaucht, kann ich nicht sagen. Denn Dunkelheit senkte sich auf alles herab, und ich sah ihre Zaubergestalt nicht mehr. Thank you.
reizbar, gar fürchterlich reizbar waren meine Nerven gewesen und sind es noch. Doch warum gleich behaupten wollen, ich sei verrückt? Das Leiden hatte meine Sinne geschärft, beileibe nicht zerrüttet oder abgestumpft. Recht eigentlich war der Gehörsinn über die Maßen fein. Ich hörte alle Dinge im Himmel und auf Erden. Ich hörte viele Dinge in der Hölle. Wie? Bin ich denn also verrückt? Hören Sie gut zu und haben Sie Acht, wie wohlgesund, wie ruhig ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen kann. Wie der Gedanke mir zuerst in den Sinn gekommen, weiß ich unmöglich zu sagen. Doch als ich ihn einmal gefasst, quälte er mich Tag und Nacht. Zweck war es nicht, Leidenschaft war es nicht. Ich mochte den alten Mann. Er hatte mir niemals Unrecht zugefügt. Er hatte mich niemals gekränkt. Nach seinem Golde gelüstete mich nicht. Es war wohl sein Blick. Ja, das war's. Eines seiner Augen glich dem eines Geiers. Ein blassblaues Auge mit einem Häutchen darüber. So oft sein Blick auf mich fiel, stockte mir das Blut in den Adern, und so reifte in mir denn nach und nach, so ganz allmählich, der Entschluss, dem Alten das Leben zu nehmen und so auf immer von dem Auge mich zu befreien. Und das ist nun der springende Punkt. Sie meinen, ich sei verrückt. Verrückte aber wissen doch nichts. Da hätten Sie aber mich nun sehen sollen. Sie hätten nur einmal sehen sollen, wie klug ich vorgegangen bin. Mit welcher Vorsicht, mit welchem Vorbedacht, mit welcher Verstellung ich ans Werk gegangen. Nie war ich freundlicher zu dem alten Mann, denn während der ganzen Woche, bevor ich ihn getötet. Und jede Nacht um Mitternacht drückte ich die Klinke seiner Türe nieder und öffnete sie. Oh, so sacht! Und war dann die Öffnung groß genug, den Kopf hindurchzustecken, schob ich eine Blendlaterne hinein, die fest, so fest geschlossen war, dass kein Licht hervorschimmerte. Und dann ließ ich den Kopf folgen. Oh, hätten Sie gesehen, wie listig ich dies angefangen. Sie hätten gelacht. Langsam bewegte ich ihn, ganz langsam, dass ich den alten Mann nicht im Schlafe störte. Eine Stunde brauchte ich dazu, bis ich den ganzen Kopf so weit durch die Öffnung gesteckt hatte, dass ich den Alten sehen konnte, wie er in seinem Bette lag. Hätte sich ein Verrückter so schlau wohl angestellt? Und dann, wenn ich den Kopf richtig darinnen hatte, blendete ich behutsam die Laterne auf. Oh, so behutsam, behutsam, denn die Scharniere quietschten, blendete ich sie gerade so weit auf, dass ein einziger dünner Strahl auf das Geierauge fiel. Und dieses tat ich während 7 langer Nächte, jede Nacht genau zur Mitternacht. Doch immer fand ich das Auge geschlossen, und so war es unmöglich, das Werk zu vollbringen, denn nicht der alte Mann war es, der mich quälte, sondern seines bösen Auges böser Blick. In der 8. Nacht war ich beim Öffnen der Türe noch vorsichtiger als sonst. Der Minutenzeiger einer Uhr rückt schneller vor, als meine Hand dies tat. Ich hatte den Kopf schon drinnen und wollte gerade die Laterne aufmachen, da glitt mein Daumen an dem blechernen Riegel ab und der alte Mann fuhr im Bette hoch und schrie: »Wer ist dort?« Ich hielt ganz still und sagte nichts. Eine volle Stunde lang regte ich keinen Muskel, und während dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder hinlegte. Immer saß er im Bett und lauschte, genau wie ich es Nacht um Nacht getan, da auf die toten Uhren in der Wand ich gehorcht. Als ich eine lange Zeit voller Geduld gewartet hatte, ohne zu vernehmen, dass er sich hingelegt hätte, beschloss ich, die Laterne um einen winzig, winzig kleinen Spalt zu öffnen. So öffnete ich sie denn, Sie können sich nicht vorstellen, wie leise, leise, bis schließlich wie der Faden eines Spinnengewebs ein einziger matter Strahl aus dem Spalt hervorschoss und auf das Geierauge fiel. Es war offen.
weit, weit offen. Und Wut packte mich, da ich darauf starrte. Mit gellendem Gebrüll riss ich die Laterne vollends auf und sprang ins Zimmer. Er schrie auf. Einmal, ein einziges Mal nur. Im Augenblick hatte ich ihn auf den Fußboden gezerrt und das dicke Bett über ihn gezogen. Darauf lächelte ich froh, war doch die Tat so weit vollbracht. Doch minutenlang noch schlug das Herz weiter, mit gedämpftem Pochlaut. Das störte mich aber nicht, durch die Wand hindurch wäre das nicht zu hören. Endlich verstummte es. Der alte Mann war tot. Ich nahm das Bett fort und musterte prüfend den Leichnam. Ja, er war tot. Mausetot. Ich legte meine Hand auf sein Herz und ließ sie eine ganze Weile dort liegen. Da war kein Klopfen mehr. Es schlug nicht mehr. Er war mausetot. Sein Blick würde mich nimmermehr quälen. Wenn Sie immer noch denken sollten, ich sei verrückt, dann werden Sie aber jetzt Ihre Meinung ändern, wenn ich Ihnen berichte, welch kluge Vorkehrungen ich ergriff, die Leiche zu verbergen. Die Nacht schwand dahin und ich arbeitete hastig, doch in aller Stille. Zuallererst zerstückelte ich den Leichnam. Ich trennte den Kopf ab, sowie die Arme und Beine. Darauf hob ich drei Dielen vom Fußboden der Kammer auf und verstaute alles zwischen den Deckenbalken. Dann schob ich die Bretter wieder so geschickt, so kunstgerecht an ihren Platz zurück, dass keines Menschen Auge, nicht einmal seines, etwas Unrechtes daran hätte erkennen können. Da war nichts wegzuwaschen, kein Fleck irgendwelcher Art, keinerlei Blutspur.
Eines Abends, als ich mich über die Heckreling lehnte, beobachtete ich im Nordwesten eine sehr seltsame einzelne Wolke. Sie war nicht nur merkwürdig ob ihrer Färbung, sondern auch deshalb, weil sie die erste war, die wir zu sehen bekommen hatten, seit wir in Batavia aufgebrochen waren. Ich betrachtete sie aufmerksam bis Sonnenuntergang. Als sie sich plötzlich nach Osten und Westen hin ausbreitete, den Horizont mit einem schmalen Dunststreifen umgab und einer langen Linie flachen Strandes ähnelte. Mein Augenmerk ward bald darauf auf den düster rot aussehenden Mond und die sonderbare Beschaffenheit des Meeres gelenkt. Es veränderte sich überraschend schnell und das Wasser schien ungewöhnlich durchsichtig. Obgleich ich deutlich den Boden zu erkennen vermochte, stellte ich doch mit Hilfe des Lotes fest, dass die Tiefe 15 Faden betrug. Die Luft wurde auf einmal unerträglich heiß und war von spiralförmigen Dämpfen durchzogen, gleich jenen, die von glühendem Eisen ausstrahlen. Als die Nacht hereinbrach, erstarb jeglicher Hauch des Windes, und es war schier unmöglich, sich eine noch tiefere Stille vorzustellen. Die Flamme einer Kerze brannte auf dem Heck ohne die geringste sichtbare Bewegung, und ein langes, zwischen Finger und Daumen gehaltenes Haar hing ohne jede Spur einer Schwingung. Meine Unruhe hielt mir den Schlaf fern, und um Mitternacht ging ich aufs Deck hinauf. Als ich den Fuß auf die oberste Stufe der Kajütentreppe setzte, erschreckte mich ein lautes Rauschen, wie durch die schnelle Umdrehung eines Mühlrades verursacht. Und bevor ich mir noch über seine Bedeutung klar werden konnte, spürte ich, wie das Schiff bis ins Innerste erbebte. Im nächsten Augenblick wirbelte uns eine wild schäumende Sturzwelle beiseite, rollte über uns hinweg und überspülte das Deck in seiner ganzen Länge. Die Fluten trieben uns mit grausamer Schnelligkeit vor sich hin und das Wasser stürzte in Wellenbrechern über uns hinweg. 5 volle Tage und Nächte flog das Wrack mit einer jeder Bemessung trotzenden Geschwindigkeit vor rasch aufeinanderfolgenden Windböen her, die fürchterlicher waren als irgendein Sturm, den ich je zuvor erlebt. Die Sonne ging auf mit einem siechgelben Schein und klomm nur wenige Grade über den Horizont, kraftvoller Stärke ermangelnd. Sie sandte kein Licht aus, das man als solches hätte bezeichnen können, sondern ein trübes und düsteres Glühen ohne Widerschein, als seien alle ihre Strahlen polarisiert. Grad wollte sie wieder in der aufgewühlten See versinken, als plötzlich die Feuer in ihrem Innern erloschen, wie hastig erstickt von einer unerklärlichen Macht. Nur mehr ein matter, farbloser Kranz, so tauchte sie ein in den unergründlichen Ozean. Wir erwarteten vergebens den Anbruch des 6. Tages. Für mich ist dieser Tag noch immer nicht gekommen. Wir hatten nichts, um die Zeit zu bestimmen und konnten uns auch kein Bild von unserer Lage machen. Wir waren uns jedoch sehr wohl darüber im Klaren, dass wir weiter gen Süden gekommen waren als alle anderen Seefahrer vor uns, und wir verwunderten uns nicht wenig, dass wir nicht auf die üblichen Hindernisse von Eis gestoßen waren. Inzwischen drohte jeder Augenblick unser letzter zu werden, jede berghohe Woge eilte, uns zu verschlingen. Der Seegang übertraf alles, was ich für möglich gehalten hatte, und dass wir nicht sogleich begraben wurden, gleicht einem Wunder. Mein Gefährte sprach von leichtem Gewicht unserer Ladung und erinnerte mich an die ausgezeichneten Eigenschaften unseres Schiffes, aber ich konnte nur die äußerste Hoffnungslosigkeit unserer Hoffnung empfinden.
und bereitete mich schwermütig auf jenen Tod vor, von dem ich annahm, dass er nicht einmal mehr als eine Stunde auf sich warten ließ, da mit jedem Knoten Fahrt, den das Schiff zurücklegte, die ungeheuren schwarzen Wassermassen immer entsetzlicher und wilder anschwollen. Zuweilen rangen wir in einer größeren Höhe als der Albatros nach Atem. Zuweilen erfasste uns Schwindel, so schnell schleuderte es uns in eine Wasserhölle hinab, in der die Luft drückend wurde und kein Laut den Schlummer des Kraken störte. Wir befanden uns am Boden eines dieser Schlünde, als ein plötzlicher Schrei meines Gefährten furchtbar die Nacht zerriss. »Seht, seht«, rief er mir gellend zu, »allmächtiger Gott, seht doch nur!« Während er sprach, gewahrte ich einen trübdüsteren Schein roten Lichts, der an den Seiten des ungeheuren Abgrundes herniederflutete, wo wir lagen, und einen wechselnden Glanz auf unser Deck warf. Ich schaute nach oben und erblickte ein Schauspiel, das mir das Blut in den Adern erstarren ließ. In einer schrecklichen Höhe, genau über uns und direkt am Rande des steilen Abgrunds, schwebte ein gigantisches Schiff. Einen entsetzlich schaudernden Augenblick lang verhielt es auf dem schwindelerregenden Kamm, wie in nachdenklicher Betrachtung der eigenen Größe, dann torkelte und taumelte es und stürzte herab. Der heftige Aufprall der herabfallenden Masse traf auf jenen Teil des Rumpfes, der sich schon unter Wasser befand, und so wurde ich zwangsläufig mit unwiderstehlicher Gewalt zwischen die Takelage des fremden Schiffes geschleudert. Ich hielt es für angebracht, mir ein Versteck im Schiffsraum einzurichten. Das geschah, indem ich einen kleinen Teil der beweglichen Bretter so verschob, dass ich mir ein bequemer Zufluchtsort zwischen den riesengroßen Planken des Schiffes bot. Ich hatte kaum mein Werk vollendet, als Schritte im Laderaum mich zwangen, von meinem Versteck Gebrauch zu machen. Ein Mann ging an meinem Versteck vorbei, mit mattem, schwankendem Gang. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber es war mir möglich, sein Äußeres ganz allgemein zu beobachten. Allem Anschein nach war er schon hochbetagt und altersschwach. Seine Knie zitterten unter der Bürde der Jahre, und seine Gestalt wankte unter dieser Last. Er murmelte etwas mit leiser, gebrochener Stimme vor sich hin, wenige Worte einer Sprache, die ich nicht verstehen konnte, und suchte tastend in einer Ecke unter einem Berg eigenartig aussehender Geräte und vergilbter Seekarten. Sein Gebaren bestand aus einer wirren Mischung von mürrischer Verdrießlichkeit der zweiten Kindheit und von feierlicher Würde eines Gottes. Schließlich begab er sich wieder an Deck und ich sah ihn nicht mehr. Es ist schon lange her, dass ich das Deck dieses entsetzlichen Schiffes zum ersten Mal betrat, und die Fäden meines Schicksals laufen in einem Punkt zusammen. Vor einer Stunde war ich so kühn, mich unter eine Schar Matrosen zu wagen. Sie schenkten mir keinerlei Aufmerksamkeit, und obgleich ich mitten unter ihnen stand, schienen sie überhaupt nichts von meiner Anwesenheit zu bemerken. Wie der eine, den ich zuerst im Laderaum gesehen hatte, wiesen sie alle Merkmale höchsten Alters auf. Ihre Knie zitterten vor Schwäche, ihre Schultern waren tief gebeugt vor Gebrechlichkeit, ihre runzlige Haut knarrte im Wind, sie sprachen leise, zittrig und gebrochen, in ihren Augen glänzte die wässrige Flüssigkeit des Alters und ihre grauen Haare flatterten wild im Sturm. Um sie herum lagen auf jedem Teil des Decks verstreut mathematische Instrumente von höchst seltsamer und altmodischer Konstruktion. Wir sind sicherlich dazu verdammt, fortwährend am Rand der Ewigkeit zu schweben, ohne endgültig in den Abgrund zu stürzen,
auf tausendmal höheren Wogen, als ich sie je gesehen habe, gleiten wir mit der Leichtigkeit der pfeilschnellen Seemöwe dahin, und die riesigen Wassermengen bäumen sich über uns wie die bösen Geister der Tiefe, aber wie Geister, beschränkt auf bloße Drohungen und gehindert an der Vernichtung. Das Schiff und alles, was sich auf ihm befindet, ist vom Geist des Alters erfüllt. Die Bootsleute irren hin und her wie die Geister versunkener Jahrhunderte. Ihre Augen haben einen ungeduldigen und beunruhigten Ausdruck. Und wenn ihre Gestalten im wilden Schein der Kampflaternen meinen Weg kreuzen, wird in mir ein nie zuvor empfundenes Gefühl wach. Es ist offensichtlich, dass wir einer aufregenden neuen Erkenntnis entgegeneilen, einem nie zu enthüllenden Geheimnis, dessen Offenbarung die Vernichtung bedeutet. A Dream Within a Dream von Edgar Allan Poe. Aus dem Amerikanischen von Heide Steiner und Erika Gröger. Textfassung Barbara Frei und Lukas Bärfuß. Es sprach Robert Hunger-Bühler. Musik Fritz Hauser. Technik Jack Jakob. Regie Barbara Frei und Fritz Hauser. Produktion Schweizer Radio SRF 2013.